Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Ostmoria haben wir im letzten Part abgeschlossen und das bedeutet, es gibt was Neues im Schattenmodus. Der dunkle General Benny im Dienste Saurons tritt wieder gegen die Gefährten an, um sie kaputt zu schlagen. Oh yeah. Ostmoria. Irgendwo in den Tiefen Morias liegt die unterirdische Zwergenstadt Zwergenbinge. Der Sage nach lauert hier ein schrecklicher Dämon. Ja, den haben wir schon getroffen und auch kaputtgeschlagen. Mögen die Spiele beginnen. Zuerst einmal spielen wir zwei Höhlentrolle. Alles klar. Höhlentrolle zum Quadrat. So. Unser beliebter Rundumschlag. Bäm! Yeah! Nice! Gunst der Gefährten. Och, die halten ja schon einiges aus, muss ich sagen. Bäm! Nimm das! Oh, der kann schon Zorn der Zitadelle. Ah, aua! Ey, was soll das? Oh, das tut weh, Mann. Au! Naja, jetzt töten wir Idrial. 3, 2, 1, BÄM! Kaputt gegangen. Und Beritor, Elegos. Ja, warum denn nicht Elegos? Den Heini hier. BÄM! Haha, ich liebe es, böse zu sein. Pfeilhast. Au! Oh mein Gott, mein Bauchnabel. Oh, mein Nippel. Oh, was soll das? Oh, jetzt glaube ich aber, wird Elegos gefickt. Das gibt einmal so einen Schlag. Und ich liebe den Rundumschlag einfach. Er ist so nice. 3, 2, 1, BÄM! Critical Hit down. Zorn der Zitadelle. Aua. Oh Gott, mein Rücken. Gott, da tut weh, Mann. So, jetzt wird aber ordentlich drauf gekloppt hier. Oh je, oh je, oh je, oh je. Der Ärmste, der wird jetzt nur noch von Trollen hier kaputtgeschlagen. Au, 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 au. Und jetzt muss er leider sterben. Bäm! Tada! Nächster Kampf. Ah, die Trommel. Die wunderschönen Trolle. Trommel, nicht die Trolle. Udunflamme, dunkle Heilung. Dunkle Flucht. Ja, zum Ausweichen ist das gut. Dunkle Flucht. Heldenhass. Oh, das sieht gut aus hier. So, K.O.-Schlag, aber gegen wen? Ich würde mal sagen, erstmal Idrial. K.O.-Schlag! He, he, ha, ha! Sprungangriff! Critical! Ork, Pfeil! Autsch! Das hat wehgetan. GP-Entzug. Au, doch nicht von dem da! Den brauche ich! Oh, die greifen ihn direkt an. Das gefällt mir gar nicht. Und der ist schon fast tot. Nicht gut. Dunkle Heilung. Du brauchst Heilung, mein Freund. Ha, ha, ha. Ork, Pfeil. Ka-ding. Sprungangriff. Critical. Und nochmal dunkle Heilung, damit er mir bloß nicht abnippelt. Denn den brauche ich. Der kann Verstärkung holen. Alle anderen sind vollkommen egal. Autsch. Das war ein gezielter Schuss. So, Idrial ist wieder auf den Beinen. Nur um was durch den Bauch zu bekommen. Die wird keine Kinder mehr kriegen, glaube ich. Oh, oh, oh. Da wurde es aufgeschlitzt. Aua. So, und jetzt wäre es mal Zeit für Udunflamme. Spüre Feuer!
Grillparty. K.O. Schlag. Haja! Mein Gott, meine Orks sind viel besser als die von der KI. Wir ownen hier alle. Yeah! Ha! Und jetzt kriegst du noch einen Pfeil. Bitteschön, geht aufs Haus. Und Sprungangriff. Schlitz ihn auf. Moria Orcas. Ausgewichen. Gegenangriff. Critical. So, was machen wir mit dir, du kleiner Zwerg? Du wirst jetzt so leiden hier. Du wirst erst gebraten. Am Spieß getan. Yeah! Das müssen wir noch ein bisschen durchköcheln hier, ne? Muss ja schön durch sein. Und nicht vergessen, in kleine Scheibchen schneiden. Mhm. Ja, das muss sein. Dann bereiten wir das Abendessen vor. Jam, 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 jam. Und so macht man Zwerg am Spieß. Und jetzt kommt Hüllentroll und der Trommel. Ja. Schlachtruf. Attacke. Aua. EP-Entzug. Aua. Mann, das tut weh. Oh, wen schlage ich denn kaputt hier? Die sind alle etwas doof. Zuerst einmal hauen wir den Zwerg hier kaputt. Bäm. Moria Orcas. Sehe ich für dich wie ein Ork aus, oder was? Dumm oder so. So, dunkle Heilung. Kann ich machen? Kriegstrommeln. Oh, Kriegstrommeln beschleunigt die Aktion. Das ist natürlich schön. Oder Trommelfeuer. Auch nicht schlecht. Och, beschleunigen wir erstmal seine Aktion. Kriegstrommeln. Und dann dunkle Heilung. So. Jetzt könnt ihr das Ganze wieder nochmal neu machen. Ihr Pussys. Oh mein Gott, ich fühle mich komisch. So, jetzt haben wir nochmal auf den Zwerg drauf. Bäm. Nice one. Zwergenzorn. Oh mein Gott. Oh Gott. Was soll das? Gunst der Gefährten. Ja, wie wär's mal mit Trommel? Feuer! Feuer! Ich mag Feuer. Bitteschön. Aua, ich spiel für euch Musik hier. Habt ihr keinen Musikgeschmack oder was? Hier, Bruderherz, ich mach dir mal kalt. Bäm! Critical Hit! Sonderzitadelle! Autsch, autsch! Oh, aua! Sag mal, die verstehen überhaupt nichts von Musik. Das geht ja gar nicht. Machen wir erstmal wieder dunkle Heilung. Guck doch mal, ich trommel hier und ich kann nicht heilen. Ist doch praktisch, oder? Jo, Mann, Bruderherz, das ist ja voll krass, ey. Wie wär's, wenn wir jetzt hier die Leute kaputt schlagen? Ja, Doppel-Critical! One hit down, ey. Voll geil. Aua, ey. Lass mich doch hier genießen. Oh Gott, ey. Das hat weh getan. Oh, jetzt sind wir noch dran. Ja, super. Dann, wie wär's mit Trommelfeuer? Du hast echt keinen Musikgeschmack, dass du uns hier nervst, ey. Du solltest gebannt werden. Bäm. Du bist echt böse zu uns. Dafür müssen wir dich bestrafen. Oh Gott, der wird jetzt aber geowned, du. Der Ärmste. Ja, und jetzt wird er sterben. Stirb!
gut. Ah, ah, ah. Jetzt dürfte eigentlich der Kampf kommen. Genau, jetzt spielen wir den Balrog. Oh yeah. Oh Gott, guckt euch seine GP und AP an. Kein Wunder, dass wir so lange gebraucht haben. Attackiere deine Feinde mit einer Flammenpeitsche. Lasse Gegner Lohne mit Flammen entgegenschlagen. Säule des Zorns. Beschwöre eine Säule aus Rauch und Flammen. Und Flammenschwert. Auch lassen wir erstmal Inferno, ne? Oh ja, jetzt wird geownt. Okay, nur noch Gabba Gandalf steht. Seelenraub. Ballarbolzen. Das könnte eine Form des Banners sein, der Balrog. Säule des Zorns. Jetzt wird geownt, du. Gebannt! Oh, ich wollte schon sagen, bist du etwa schon kaputt? Du Ärmster. Das macht mir nichts. Du stehst der ultimativen Form des Banners gegenüber. Flammenschwert! Yeah! Gebannt! Oh, verdammt. Jetzt wollte ich gerade so cool wirken. Aha, du brauchst also AP, hä? Du brauchst AP. Ach, keine Ahnung. Ich lasse dich erstmal auspeitschen, du. Meine AP kannst du nicht klauen. Bäm! Oh, 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 verdammt. Ich habe Gabba Gandalf umgebracht. Ja, schade. Beretor bekommt eine Morgul-Klinge. Nice. Und die Gruppe bekommt einen riesigen Elmstein der Magie. Nice. Ach, das war lustig. Leider, leider halten die Gefährten nicht so lang gegen den Balrog. Die sind nicht so geil wie ich halt. Nicht so awesome. Schade, schade. Ansonsten hätte ich noch mehr Spaß mit dem Balrog gehabt. Naja, was soll's. Was soll's. Gut, dann laden wir das Spiel und gehen zu den Flussufer. Schluchten von Ost-Emnet. Dum-di-du-di-dum. Wird auch langsam mal Essenszeit hier. Ich habe wieder Lust, was zu essen. Na gut, erstmal gibt's aber zur Ausrüstung eine Morgul-Klinge. Konstitution Stärke leidet ein bisschen. Warum leidet denn meine Stärke? Die ist auf 120. Hier ist sie auf 118. Dafür gibt es aber mehr Konstitution. 41 Schaden. 28 Schaden. Na komm, wir nehmen die Morgul-Klinge. Wir sind doch mega awesome. Und dann bekommt Idrial einen riesigen Elmstein der Magie. Rüstungswert, Gesundheit. Tun wir mal Gesundheit weg und bekommst Magie. So. Wollen wir das speichern? Ja, das wollen wir mal kurz speichern. Ach ja, ja. So ist es nice. So ist es schön. So, ich möchte das Spiel fortsetzen. Noch ist nicht hier Partende. Okay, dann gehen wir mal. Hier ist ein Trupp Urukai vorbeigezogen. Und die Gemeinschaft aus Bruchtal? Schwer zu sagen. Wartet. Hier. Ihr solltet nicht so weit vorausgehen. In diesen Landen lauern viele Gefahren. Seid ihr uns etwa gefolgt? Mehrere Tage. Es war der Wunsch eurer Begleiterin. Ja. Ich kann euch alleine nicht alle beschützen. Ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen. Ich habe schon viele begraben, die das auch dachten. Danke für eure Hilfe. Wie kann ich euch dienen? Wir müssen die Schluchten säubern. Helft mir, Patrouillen zusammenzustellen, damit wir den Urukai in den Rücken fallen können. Alles klar.
Elben sind verdammt hochnäsig, aber was soll's. Sie können halt auch was. Boromirs Tod. Beritors Suche ist zu Ende, denn Boromir ist gefallen. Ihr dürft hier nicht verweilen. Denn Boromir, Denethors Erstgeborener, wird dieses Land nie erreichen. Er hat diese Welt verlassen. Er reiste an der Seite großer Krieger. Doch tief in seinem Herzen sehnte er sich danach, sie zu Fall zu bringen. Hätte mir gehören können! Es sollte mir gehören! Gib ihn mir! Und doch fiel er, als er die Schwächsten unter ihnen verteidigte. Er wurde von Sarumans Uruk-hai niedergestreckt, die neuerdings durch die Lande ziehen. Deine Mission ist damit erfüllt. Du bist von deiner Bürde befreit. Schließe dich uns an. Alles klar, super, hab einen neuen Job. Alter Job ist futsch, neuer Job ist da. Wir helfen jetzt den Gefährten. Aber das machen wir erst ab dem nächsten Part. Bis dann.